So, da sind wir wieder nah bei meinem Trine Let's Play. Ja, es geht endlich mal weiter. Ich sagte ja, dass es nur ein kleines Nebenprojekt ist, deswegen kommen da nicht so oft Folgen von, sondern nur dann, wenn ich Zeit und Lust dazu habe. Aber jetzt geht es mal weiter. Mit der Krypta der Verdammten. Und dem ersten hartnäckigen Skelett. Und hier da unten spawnt auch gleich eins, das wir wegschießen. Und noch eins. Na komm. Kommt noch eins? Nö, scheint nicht so. Also dann mal weiter. Hier über dieses sumpfige Zeug. Und in die Krypta, die auch wieder ziemlich gut aussieht. Na, den haben wir jetzt ziemlich gut weggekriegt. Die mit Schilden sind ein bisschen schwieriger wegzukriegen als die ohne Schilde. Und der war auch etwas stärker. Kommt noch einer oder kann ich jetzt in Ruhe gucken, was in der Truhe ist? Der Feuerbogen für die Diebin. Waffe wechseln mit dem Mausrad. Okay, jetzt können wir Feuerpfeile. Die Dunkelheit ist unertragbar. Ich habe Zauberer gesehen, die Fackeln mit Feuerbällen angezündet haben. Kannst du das? Feuerbälle? Die sind nicht gut. Die funktionieren nie und sind reine Zeitverschwendung. Ich hätte es wissen sollen. Ich kann die Fackeln mit den Feuerpfeilen anzünden. Ich kann auch Licht bringen. Ja, das will ich gar nicht wissen, wie er Licht bringt. Gibt's hier oben irgendwas Interessantes? Nö, leider nicht. Aua. Der Sprung ging daneben. Na, mit dem Feuerfeind sollen wir sparsam umgehen, weil das kostet 7 Mana. Eine Energiefiole. Da kann man kurz der Krieger helfen. Und das wegschleudern für uns. So. Muss das nicht immer der Magier machen, der Ärmste. Nur zum Möbel packen da. So. Aber hier brauchen wir wieder ein Feuerpfeil. So. Hier können wir aber den Magier mal kurz gebrauchen, dass wir da unten dran kommen. Den Krieger wechseln und das Skelett mit einem Ansturm loswerden. So, jetzt werfen wir da noch eine Kiste rüber. Und ich hasse diese Fledermäuse in dem Spiel. Okay, da kommen wir nicht so einfach hoch. Deswegen darf jetzt der Magier mal wieder Kisten herbeizaubern. Das war nicht so gut. Komm hier hoch, kleines Kistchen. So. Nö. Da ist nichts mehr. Also geht's jetzt hier weiter runter, würde ich mal sagen. An einen Safe Point. Und mal hier die Steine aus dem Weg räumen. So. Viole eingesammelt. Oh, Stufenaufstieg. Dann gucken wir doch gleich mal, was können wir. Größerer Feuerschaden. Oder sie kann. Blätter mal bitte ein bisschen. 3 Pfeile gleichzeitig abschießen. Das wäre schon praktisch. Er kann noch nichts, weil er bräuchte 3 Punkte. Er hat nur 1 Punkt, damit kann er auch nichts. Also machen wir 3 Pfeile draus. So. Erstmal brauchen wir Licht. Mit 3 Pfeilen geht das schon wesentlich angenehmer.
So, jetzt brauchen wir... Na, das geht wohl nicht so leicht. Schieben wir erstmal die Kiste hier runter. Es müsste das doch gehen. Ja, jetzt geht das auch. Jetzt werden wir nämlich hier jetzt mit der... Die will mal hier hochhangeln. Gucken, ob hier was ist. Hier scheint aber nichts zu sein. Wieder auf Feuerpfeile umschalten und hier Licht machen. So. Ah, hier scheint soweit nichts zu sein. Oh, schade. Dann geht's jetzt halt hier. Aua! Runter. Gucken, ist dahinter noch was? Nö. Das hat beide erwischt. Okay. Hier sollten wir kurzzeitig mal wieder auf unseren Flieger wechseln. Die Fledermäuse loswerden. Licht anmachen und das Skelett loswerden. So. Jetzt wollen wir aber erstmal da oben hin, in die Fiole. Und dann können wir ruhig hier runter fallen. Nein, können wir nicht. Da oben ist nämlich eine Weile. So. Jetzt brauchen wir den Magier wieder, damit der uns die Kiste hier runterbringt. So. Jetzt kann nämlich unsere Diebin da drauf landen. Dann kann sie hier weiter schwingen. Und der ist im Boot geglitscht. Naja. Okay, hier sollten wir aufpassen. Hier kommen von überall her Gegner. Na, die sollen nicht auf mir rumkrabbeln. So, lassen wir mal den Krieger sprechen. So. Jetzt fehlt nur noch der Heide da hinten, an dem wir nicht so leicht rankommen. Aber zum Glück haben wir einen Magier. Naja, er hat ihn getroffen. Und rüber da, Fiolen einsammeln. Sehr gut. Feuerpfeil, Fackel anzünden. Ja, Fledermäuse erledigen. So. Huch, das war eine Weile Pfeilsalve. Das war zu hoch. Das war richtig. So, mein Gefühl sagt mir, da geht's weiter. Also geht's jetzt erstmal hier runter. Und dem hier Hallo sagen. So, jetzt dürfte ich aber Ruhe haben. Erfahrungsfiolen, aber leider keine Schatztruhe. Ich hoffe mal, ich verpasse hier dieses Mal nicht alle Schätze hier. Im letzten Level habe ich das ja aus Versehen einen verpasst. Aber naja, mal gucken. So. Die Brücke wackelt so komisch, warum das denn? Naja, das können wir mal ignorieren und lieber die Fackel hier anzünden. Das klang weniger schön.
Ich sollte nicht unbedingt mit Feuerpfeilen rumschießen. Wird ihm Mana, auch Mana kosten. Okay, hier ist Sumpf und sonst nichts. Was ist hier? Na komm, können wir dich hier irgendwie einhängen? Ja, genau so. So können wir dich einhängen und so kommen wir da auch rüber. Fackel anzünden. Noch eine Fackel anzünden. Auf normale Pfeile umschalten. Und sie in den Sumpf reinschubsen. Es geht mir langsam das Mana aus, das macht mir Sorgen. Aber vielleicht sind die Jungs ja so nett. Und lassen ein paar Mana-Fiolen für uns da. Und Energie-Fiolen. Genau. Na kommt. Noch eine Energie-Fiole. Und den machen wir mit unserem Gewicht kaputt. So, eine Energiefiole, eine Gesundheitsfiole ist auch sehr schön. Na, da drüben kommen wir nur hin, indem wir hier die Dinger benutzen, oder? Na komm. Dann nehmen wir halt Gewicht. Ach so, die sind gar nicht miteinander verbunden. Auch gut. Komm, ich weiß, dass da noch einer spawnt. Ups. So, da ran, da will ich ran und dann. Fall ruhig runter. Na, töten würde ich dich schon. Denn du gibst sicherlich eine Erfahrungsfiole ab. Genau. Mal kurz gucken, wie viel habe ich denn in dem Level schon? Ah, 17. 25. Aber schon 18 von den gegnerischen Erfahrungsdingern. Das ist etwas blöd, da scheine ich vielleicht wirklich ein Secret verpasst zu haben. So. Aber egal, das hier wird nur ein Fun-Projekt, kein 100% Run. Das war von Anfang an nicht als 100% Run geplant. Ah, hier muss ich wieder Feuer machen. Und Fledermäuse totschlagen. Nein, so den hier will ich. So, jetzt ist die Fledermaus auch tot. Irgendwie traue ich der Sache nicht. Aua. Ja, ich hätte der Sache nicht trauen dürfen. Zurück unseren Magier wiederbeleben. Wo war der letzte Checkpoint? Hier. So. Gut. Und da müssen wir mal versuchen, da unten an die Erfahrungsfiole ranzukommen. Das dürfte ja, wenn wir aufpassen, nicht zu schwierig sein.
Aber ich sag mal, bevor wir das machen, soll ich an dieser Stelle einen Schnitt machen kurz. Oder sehen wir uns gleich wieder.